So, und wieder zurück. Die Pflanzenteile sind fertig. Und bereit zum Abgeben. Wir haben auch ein paar mehr. Nicht viel, aber ein paar. Und jetzt kann man immer wieder abgeben. Also ihr könnt, wie gesagt, immer wenn ihr 10 fertig habt, könnt ihr wieder neue abgeben. Dann kriegt ihr immer so eine komische Packung hier und da sind dann eben so ein paar Kräuter drin, die ihr entweder, wenn ihr Kräuterkunde habt, verbrauchen könnt oder verscherbeln könnt. So, und jetzt hoffe ich, dass ich keinen Mist erzählt habe, ansonsten bin ich gerade ein bisschen ratlos, warum ich keine Quest mehr hier kriege. Ja. Und wie es aussieht, bleibe ich ratlos, weil ich verstehe halt nicht. Warum kriege ich hier keine Quest mehr? Egal, ist nicht so schlimm, ist nicht weiter dramatisch, weil es gibt hier noch einen Allianzstützpunkt, der ist ganz in der Nähe. Und da fliegen wir jetzt hin. Und da habt ihr auf jeden Fall nochmal einen richtigen Batzen Questauswahl. Das ist nicht zu knapp, ich glaube, es geht erst wieder mit Level 61 dort weiter. Bin ich ein bisschen zu früh dran. Ist aber nicht schlimm, da seht ihr ihn. Und dort oben kriegen wir auf jeden Fall noch neue Quests und ich glaube, das auch nicht zu knapp. Ich glaube, ich muss schon mal gleich... Ja. Ah, ihr seht da oben. Ich muss erstmal ganz fix was... Dunkelmond, ja, bla bla bla, kriegst ja ein Auges Arschlecken. Abbrechen. Genau, zack. Und jetzt nehmen wir erstmal das an. Die Ruinen vom Buhamu. Ich bin ganz Ohr. Offene Rechnungen. Also da sind auch ein paar richtig einfache, schnelle Quests dabei. Im Endeffekt machen tust du, glaube ich, sowieso alle, weil ich ja hier bis Level, ich glaube, 63 verbringen möchte. Mal schauen, wie ich Lust habe, ob ich dann nochmal vielleicht zwischendurch wechsle. Da hinten steht noch einer. Also hier gibt es wirklich schön viele Quests. So, jetzt haben wir... Gucken wir mal auf der Karte. Ein Arsch voll Quest. Die erste ist der einfachste. Hier die Fungol-Spuren sammeln. Die sind direkt hier unten. Die wachsen hier in der Gegend überall. Das sind, ja, da. Diese kleinen grünen Pilze. Und mit ein bisschen gucken findet man hier jede Menge in der direkten Umgebung. Also diese Quest ist wirklich arschschnell gemacht. Da unten ist ja noch einer. Also die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, weil einfacher EP zu kriegen geht gar nicht mehr. Da auf dem Friedhof ist auch noch einer. Und da im Wasser sich auch noch ein. Also die sind so schnell gesammelt, die Teile. Gut, man kann auch Pech haben, wenn gerade ein anderer da irgendwie rumgrast, dann kann es mal wirklich passieren, dass man sich halb dämlich sucht mit den Dingern. Aber sonst hatte ich eigentlich mit dieser Quest noch nie Probleme gehabt, weil davon wachsen eigentlich genug. So, das war schon. Das war eine Quest. So, der nächste, den ich mir... sehe ich jetzt gar nicht. Da diese 10 Marschenfanggereißer plus Sporenschwinge plus Erdprobe aus dem Todesmoor. Kann man alles hintereinander weg verbinden. Wir holen uns jetzt erstmal den blöden namentlichen Mob. Die Erdprobe und dann kloppe ich die 10 Marschenfangreißer um. Oh, da ist gerade einer. Der guckt so niedlich. Der möchte doch bestimmt einer rein. Da hat er gedacht, er hat eine Chance gegen mich. So. Und wieder ein unbekanntes Pflanzenteil bekommen. Schön. Also die Dinger kriegt man eigentlich ziemlich gut. Ich habe mich nur gewundert, warum ich in dieser Höhle die nicht zusammenbekommen habe. Normalerweise reicht das vollkommen aus. Aber naja. Hatte ich mal keine gute Drop-Chance in dem Moment. Plup. So. Oh, eine grüne Hose war dabei. Für
Weder Intelligenz. So, Sporenschwinge. Der müsste eigentlich hier irgendwo rumgimpen. Da ist er doch. Ne, das ist ein Arschfangreißer. Aber ist egal, den hat er auch. Da darf man auch Sporenschwinge. Ja, wie der Typ hieß. Doch, Sporenschwinge. Sporenschwinge, richtig. Nein, Marschfangreißer. Na, wo ist er denn? Der Gute. Egal, den werden wir schon gleich finden. Das sollte nicht das Problem sein. Auf jeden Fall für die Kräuterfarmer unter euch ist das Zangamar schon das A und O fürs Kräuterfarmen. Also hier findet ihr so viele Kräuter, dass es so easy ist, die Scherbenwelt vom Kräuterfarm hinter sich zu lassen. Wie nirgendwo anders hier in der Scherbenwelt. Deswegen solltet ihr hier auf jeden Fall eure Punkte machen. Und da Sporenschwinge, der Gute. Guck mal her hier. Ach, der kommt ja automatisch. Das bräuchte ich noch nicht mehr anjuckeln. Wie gesagt, das sind alles so Quests, die man schön miteinander verbinden kann. Das ist genial. Und ich stehe in einer Brühe drin, wo ich eigentlich nicht drinstehen sollte, aber sie macht nicht wirklich viel Schaden. Also dann, naja. So, das war Sporenschwinge. Oh, doch, die macht doch. Das ist der nächste Reißer. Das ist zu weit. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist nicht. Ach, Gott. Kipp um. Okay. So. Jetzt hören wir uns mal fix die Erdprobe. Die ist direkt. Hier ist dieses Todesmoor. Dieses sieht ein bisschen, ja, verdirrt aus. Und hier sind. Irgendwo ist hier so ein kleiner Erdhügel, den ihr rechts klicken könnt, und da könnt ihr eure Probe rausziehen. So, nur mal ein bisschen gucken. Wo ist er denn? Da. Blub, 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 blub. So, damit haben wir diese Quest auch erledigt. Ich kill jetzt noch schnell die letzten Marschfangreißer und dann sehen wir uns gleich wieder in Terrara. So, ich bin gerade wieder auf dem Weg zurück nach Terrara. Die Marschfangreißer habe ich mal umgekloppt, also das waren jetzt einfach mal schnell 4 Quests innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Was will man mehr? Sage ich dazu nur. So, dann nehmen wir mal das ab. Blablabla. Bla, bla, und kriegen natürlich wieder neue. Wir werden Alphilet sammeln. Das ist auch eine anstrengende Quest. So, hier können wir uns so ein bisschen so eine komische Rollen aussuchen. Als Schurke nehmen wir natürlich Beweglichkeit. Die könnt ihr einfach anwenden. Und dann habt ihr für eine Stunde oder so ein bisschen mehr Beweglichkeit unterm Hintern. Das ist eigentlich auch was Schönes. So, Fulgursporn. Und the last but not least. Diese Quest hier, das Todesmoor. Und dann sollten wir. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Level 61 erreicht. Wir haben einen neuen Talentpunkt wieder mal. Und den werde ich natürlich hier wieder in Arklist des Banditen reinkloppen und dieses Talent noch ein bisschen erhöhen. Weil das lohnt sich doch schon ganz gut. Okay. Und damit beende ich wieder mal diese Folge World of Warcraft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Level 62 anstreben. Bye bye.